Hallo Retro-Freunde und willkommen zu meinem neuen Video. Wie in einem der letzten Videos angekündigt, möchte ich euch dieses Mal einen Einblick geben in die Sachen, die ich zuletzt gefunden habe, sei es online, sei es halt wieder hier vor Ort. Handelt sich ausschließlich um 70er, 80er und auch teilweise 90er Jahre Sachen. Toys, Merchandise, seid gespannt! Bevor wir loslegen, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal auf mein Kanallogo, abonniert den Kanal und verpasst somit kein neues zukünftiges Video mehr von mir. Ja, den Anfang möchte ich machen mit dem Gewinnspiel, welches letzte Woche ausgelaufen ist. Ja, ich hatte ja die Moto Fanfiction illustrierten Heftchen verlost und ich habe eins übrig, Leute, ich habe eins übrig und zwar kam das so, einer der Gewinner, Orko82, hatte mich angeschrieben nach dem Video, hat gesagt, hier, klasse, ich freue mich, ich habe gewonnen, aber ich habe das Heftchen schon. Und finde ich einen richtig guten Zug von ihm. Er hat gesagt, ich brauche es natürlich nicht nochmal und kannst du jemanden geben, der da mehr Interesse dran hat, beziehungsweise der es noch nicht hat. Und das möchte ich jetzt hiermit kurz machen. Das heißt, ich habe einmal den neuen Feind von den Moto Fanfiction Heften übrig. Ja, wenn einer es von euch haben möchte, schreibt mich an, ja, und ich lasse euch das Heftchen zukommen. First come, first serve. Der Erste, der mir eine Nachricht schreibt und das Heftchen haben möchte, bekommt es. So, dann geht es mit einem ersten Neuzugang los. Den ersten Neuzugang habe ich von eBay oder habe ich auf eBay geschossen mit einem Preisvorschlag. Und da bin ich richtig glücklich drüber, freue ich mich richtig, denn es ist was von meiner Favorite Toy Line neben den Masters of the Universe, nämlich es ist von Bravestar und ich habe hier den Neutra Laser bekommen. Ja, also sprich halt die Waffe von dem Marshall, von Marshall Bravestar. Ich finde es richtig toll, ich finde es richtig klasse. Ja, hatte ich noch nicht. Ich habe schon eine weitere Pistole quasi in OVP, die ist auch wirklich noch OVP in der Sammlung. Diese Waffe hier hat mir gefehlt. Der Karton ist nicht mehr so im besten Zustand und die Waffe oder der Karton ist auch offen. Das heißt, die Waffe war schon draußen. Das hat mir derjenige oder der Verkäufer halt auch oder hat es auch in der Artikelbeschreibung stehen gehabt. Ja, er hat geschrieben, die Waffe ist schon ausgepackt gewesen, aber noch in einem neu oder in einem Top-Zustand hat er geschrieben. Und ich habe einen Preisvorschlag gemacht, den hat er angenommen. Hier der Flap ist hinten ein bisschen geknickt, ja, aber das, ich finde es vollkommen okay. Ja, wie gesagt, die Waffe ist raus, der Karton ist schon mal auf. Ich kann die Waffe gerade mal rausholen. Ja. Ich muss dazu sagen, ich hatte die Waffe früher wie alles von Bravestar eigentlich nicht. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Ich weiß, das Ding funktioniert mit Batterien und ja, es ist so ein Infrarotteil. Ja? Also sprich halt, ich kann hier unten dieses Ding abziehen. Ich kann da auch eine Figur draufstellen. Ich habe hier einen Infrarotlaser, ja, und das funktioniert auch, glaube ich, mit diesen Laserfire-Backpacks, die ich den Figuren auf die Rücken schnallen kann. Ja, das heißt, ich kann den Laser schießen oder ich kann hier getroffen werden über dieses Teil. Muss ich mir mal angucken, wie das richtig funktioniert. Wie gesagt, wäre es OVP gewesen, würde ich es natürlich nicht ausholen, aber so, da es halt schon mal ausgepackt war, ja, kann ich es auch mal so zeigen. Ich finde es richtig toll, die Waffe ist in einem Top-Zustand. Ja, freut mich richtig. Ich habe dafür inklusive Versand 50 Euro bezahlt und ich denke mal, der Preis ist vollkommen okay. Ja, also da kann man nichts gegen sagen. Freut mich, das Teil jetzt so in der Sammlung zu haben. Der nächste Fund, ebenfalls aus dem Bravestar-Universum, ebenfalls von eBay, ist ein Bravestar Annual. Ja, die Annuals gibt es ja, oder das sind britische Ausgaben, britische Hefte oder Bücher, kann man fast sagen, so Hardcover. Ja, gibt es von ganz vielen verschiedenen Serien, Ereignissen und so weiter. Das hier ist jetzt von Bravestar das Annual 88. Ja, und ich habe es online, wie gesagt, bei eBay in einem englischen Büchershop gefunden. Ja, der wollte dafür 6,95 Euro haben, inklusive Versand aus England zu uns hier nach Deutschland. Und Zustand hat er geschrieben mit sehr gut. Und das passt auch wirklich. Ja, das Einzige, was ist, hier unten ist eine kleine Ecke, wenn man das sieht, eine kleine Ecke, nicht eingerissen, aber doch gebraucht. Das heißt, das Buch wurde halt gelesen. Wie gesagt, es ist von 88. Und man sieht auch hier unten noch den Preis.
3 Pfund und 75 Pence. Ja, also 1988 halt, ja. Und diese Bücher sind eigentlich, es sind kleine Geschichten, die halt mit drin sind, mit permanent Bebilderungen auf beiden Seiten. Hier ist 30-30, finde ich richtig toll. Und wie gesagt, für den Preis, für unter 7 Euro für das Buch, da konnte ich nicht Nein sagen. Habe ich mir sofort geholt. Ich habe auch ein paar von den Masters of the Universe. Ich habe auch Knight Rider Annual und so weiter. Ja, auch wenn es die auf dem deutschsprachigen Markt so nicht gab, ist das ein schönes, ja, schöne Edition, also schöner Zusatz für die Sammlung. Ja, Bravestar sammle ich alles, was ich nur irgendwie kriegen kann, was ich irgendwo sehe. Und das wandert halt auch so in meine Sammlung. Dann das nächste, was ich habe, gehen wir mit eBay weiter. Habe ich auch auf eBay geschossen. Und zwar, Entschuldigung. Und zwar sind das Aufkleber von Mattel, von der She-Ra Princess of Power Reihe. Ja, hier die Aufkleber. Diese Aufkleber gab es, glaube ich, früher in Fachgeschäften bei Mattel. Bei Mattel sage ich schon, die Mattel Spielzeug vertrieben haben. Haben die ausgelegen, die konnte man sich mitnehmen. Ja, ich habe hier einmal, die Aufkleber sind neuwertig. Ich habe hier einmal den guten Bo. Ja, dann habe ich Mermista. Dann habe ich Perfuma. Und Pika Blue. Ja, also diese vier habe ich bekommen. Stück hat mich 1 Euro gekostet und 80 Cent Versand. Ja, alles vom gleichen Verkäufer. Heißt, ich habe 4,80 Euro für diese vier Aufkleber bezahlt. Es gibt insgesamt, lass mich mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 10, es gibt insgesamt 11 Stück. Die sehen dann von hinten so aus. Jetzt oben habe ich den Namen von dieser Figur auf dem Aufkleber und unten drunter habe ich halt die 11, die es gibt. Ich habe jetzt hier 4 Stück. Ich habe schon 3, 4 Stück von denen, das heißt ein paar fehlen mir noch, müsste ich jetzt nochmal genau gucken, welche es sind. Da versuche ich halt natürlich, die noch zu vervollständigen. Genauso wie es halt hiervon auch die Masters of the Universe Aufkleber gibt. Leute, wenn ihr davon irgendwas habt, ja, wenn ihr die loswerden wollt, sei es Princess of Power, sei es die Moto Aufkleber, schreibt mich mal an. Vielleicht können wir irgendwas tauschen oder ihr wollt sie vielleicht verkaufen. Ich denke mal, da wären wir uns mit Sicherheit einig. So, den nächsten Fund, den ich gemacht habe, ich habe jetzt eBay Kleinanzeigen. Moment, hier habe ich noch einen eBay Fund und zwar ist das was ganz Besonderes für mich, wo ihr wahrscheinlich oder die meisten von euch wahrscheinlich nichts mit anfangen können. Und zwar habe ich mir einen Zoo Frankfurt Führer gekauft auf eBay. Der hat mich 2 Euro gekostet und 1,55 Euro Versand. Und kleine Geschichte dazu, diesen Zoo Führer, der ist von 1982. Das heißt, die hat man ja dann früher oder bekommt man wahrscheinlich jetzt immer noch im Zoo. Ja, vorne an der Kasse konnte man die halt kaufen. Dann ist man in den Zoo gegangen und konnte dann immer gucken, wo muss ich lang oder welche Besonderheiten bei den Tieren gibt es da und so weiter. Und dieser Zooführer, den haben wir früher gehabt. Das weiß ich. Ich habe so irgendwo noch ein Foto von mir, wie ich den halt in der Hand habe. Und das ist halt einfach so eine schöne Erinnerung. Irgendwann war er weg. Und ich habe den durch Zufall auf eBay gesehen und dachte mir, hier, dieses Ding, man hat halt manchmal, oder ich habe es sehr oft, dass ich dann halt sehe, irgendwelche Sachen sehe, wo ich denke, das hatten wir früher oder damit habe ich früher gespielt. Und ich wusste es bis zu diesem Zeitpunkt, bis ich dieses Teil gesehen habe, gar nicht mehr. Und genau diesen Zooführer, wie gesagt, den haben wir gehabt. Da waren wir halt irgendwann im Frankfurter Zoo gewesen, haben uns den mitgenommen. Wenn der von 82 ist, beziehungsweise der ist von 82, wenn es den halt auch nur 82 gab, ja, dann war ich da 4 Jahre alt. Keine Ahnung, aber wie gesagt, ich kann mich irgendwie dran erinnern. Ich finde es manchmal ein bisschen gespenstisch, aber das ist halt eine totale Nostalgie-Backflash für mich, wenn ich halt denke, das Ding, zwar nicht direkt den gleichen, aber das Ding hier, das hatte ich früher gehabt oder haben wir früher gehabt. Und jetzt habe ich ihn wieder. Das ist halt schön, das wandert so in meine... Ich habe so eine kleine Ecke, wo ich halt wirklich Sachen sammle, die ich früher oder die wir früher hatten, wo ich einen Bezug zu habe, die nicht vielleicht auf Toys oder auf Hörspiele und sowas halt aus sind, sondern einfach so Sachen aus dem Alltag. Ja, und da kommt der mit dazu. So, dann ein weiteres Buch oder Heft habe ich, ein sogenanntes Fotoalbum.
Auch das habe ich von eBay. Ich glaube, das hat mich 6 Euro gekostet und 1,55 Euro Versand, glaube ich. Und zwar von einem meiner Lieblingsfilme aus den 80ern, und zwar vom Labyrinth von Jim Henson mit David Bowie. Ja, das ist mein absoluter Favorite, ja, einer der Top, ich sag jetzt mal, 3 Fantasy-Filme, die ich habe. Es ist ein ungelesenes, das hat ja auch Verkäufer auch geschrieben, also das Buch ist eigentlich nicht gelesen. Es ist ein englisches Buch, auch wieder hier 2,99 Pfund steht hier unten dran. Ja, und es ist halt ein Fotoalbum, wie gesagt, also es wird halt, die Geschichte des Films wird halt in Bildern und kurzen, ja, Texten zu den Bildern erzählt. Finde ich richtig toll. Wie gesagt, ich mag diesen Film, ich liebe diesen Film, ich gucke den Film oder möchte den Film eigentlich mehrmals pro Jahr gucken. Meistens klappt es immer so einmal, aufgrund der Fülle an Filmen, die es halt gibt, die mir gefallen. Aber ich finde den Film einfach so klasse, ich finde den so toll. Ja, das ist so ein schöner 80er, von 1986, 80er Jahre Fantasy-Film. Sowas gibt es halt heute einfach nicht mehr, in meinen Augen. Ja, auch das wandert halt in meine Labyrinth-Sammlung. So, dann weiter geht es. Ganz schön viele Neuigkeiten. eBay Kleinanzeigen. Habe ich eine Anzeige gesehen und ich sammle auch Quartetts. Ja, und zwar habe ich dann hier gefunden ein Quartett von der guten Heidi. Ja, das Quartett ist von 1977 von Taurus Film, beziehungsweise F.X. Schmidt hat das gemacht. Taurus Film hat ja die Serie vertrieben. Das Quartett ist vollständig mit der ersten Seite und der Anleitung, wie das Quartett funktioniert. Und dann halt mit den Kärtchen, zum Beispiel Heidi muss zum Großvater. Ja, die Rückseite der Karten ist überall gleich. Heidi mit einer Ziege. Ja, die Karten sind in einem super Zustand. Ja, sieht aus, als wären die nicht bespielt. Wie gesagt, das sind Karten von 77. Es ist eine Kinderserie. Das heißt, es ist anzunehmen, dass halt Kinder damit gespielt haben oder dass das Zielpublikum Kinder waren. Diese Karten sind nahezu unbespielt. Ja, hat mich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, hat mich 4 Euro gekostet, glaube ich. Ja, und auch 1,55 Euro Versand. Also ich habe knapp 5 Euro für das Kartenspiel bezahlt. Und das ist es mir wert. Ich liebe diese Kartenspiele und ich liebe alles, was mit dieser Art von Zeichentrickserien aus dem Japanischen zu tun hat. Heidi, das ist ja aus einem japanischen Studio. Ja, es gibt ja noch viel mehr. Es gibt ja noch, außer Heidi, es gibt ja noch den Pinocchio, es gibt Vicky, den Seefahrer, es gibt Kimba, den weißen Löwen, es gibt die Biene Maya, alles aus dieser Zeitschiene. Nils Holgersson gibt es auch noch, auch wenn das halt etwas aus dem Norden kam, ja, anstatt aus Japan. Aber wie gesagt, alles aus diesen Serien sammle ich, sei es die Schallplatten, sei es die Hörspiele von früher, Merchandise wie Quartetts, wie, ich weiß es nicht, kleine Figuren von Schleich, von Bully oder von Haimo, wie die Firmen alle hießen, die die Figuren rausgebracht haben. Comics natürlich von Bastei. Bastei hat ja früher diese Comics von diesen Serien rausgebracht. Federmäppchen, was weiß ich, also alles, was hier, Tassen und so weiter, alles, was zu diesen Sachen rausgekommen ist, bin ich ein großer Fan von. Auch da, wenn ihr sowas habt, wenn ihr sowas übrig habt, vielleicht noch auf dem Dachboden liegen oder was auch immer, ja, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen und wenn ihr es mir anbieten möchtet, ich bin da immer offen für, sehr, sehr gerne. Das nächste, was ich gefunden habe, war auch ein eBay-Kleinanzeigenfund und zwar habe ich, glaube ich, 1,50 Euro bezahlt plus 1,50 Euro oder 1,55 Euro Versand, ja, also knapp 3 Euro habe ich bezahlt und zwar zu einer meiner Lieblingsfernsehserien, Comedy-Serien aus den 80er Jahren. Und zwar habe ich hier was von Alf. Und zwar Alf Briefpapier. Auch das finde ich richtig toll. Ja, es ist in einem sehr schönen Zustand. Ja, die Ecken sind ein bisschen angeknickt, aber das macht mir gar nichts. Das ist von 1988. Ja, und das Briefpapier, das Schöne ist, es ist bis auf einen Brief und einen Briefbogen ist es noch komplett. Das heißt, ich habe hier die blauen Briefe, passend zu der Verpackung, zu dem Umschlag. Und ich habe das Alf-Briefpapier. Ja, das ist immer dasselbe. Ja, also es ist immer das gleiche Motiv vom Alf drauf. Und das Briefpapier hier. Ja, also Briefe schreiben ist ja heutzutage leider aus der Mode gekommen. Ja, da schreibe ich lieber eine kurze WhatsApp oder eine E-Mail, was auch immer. Ja, auch aus dem Urlaub, wenn man mal wieder Urlaub machen kann. Und das Briefe schreiben ist halt, ja, gibt es halt nicht mehr, ja, und ich finde es schade, weil es ist halt was
Persönlicheres, als wenn ich halt einfach eine E-Mail schreibe und sage, hier, mir geht's gut, ich bin gut angekommen und guck mal hier, ich schicke dir noch 5 Bilder mit. Ja, so ein Brief war halt für mich immer was Besonderes, wenn ich den bekommen habe, und ich habe ihn auch immer gerne verschickt. Auch jetzt verschicken wir immer noch, wenn wir im Urlaub sind, wenn man mal wieder in den Urlaub fahren kann, wir schicken immer noch Postkarten. Ja, ich finde es halt einfach klasse, wenn ich so eine Postkarte bekomme. Früher gab es ja diesen Slogan, schreib mal wieder, ja, von der Deutschen Post, und ich finde, das ist was Besonderes und das sollte man wertschätzen und lieb haben. So, dann geht's weiter. Was ich noch bekommen habe, ist was Neues, aber nicht minder schlecht. Ja? Und zwar habe ich noch geschenkt bekommen, hier diesen Ghostbusters Schlüsselanhänger. Ja, der ist aus PVC, der ist aus Kunststoff, so man kann ihn biegen. Ja, finde ich richtig schön. Ja, der wandert in meine Ghostbusters-Sammlung. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Das Logo, das Ghostbusters-Logo, geht für mich auch immer in jeder Konstellation. Ja, finde ich richtig toll. Dann war ich mal wieder am Bücherschrank hier im Ort. Ja, ich habe ja schon das ein oder andere Video gemacht, wo ich halt gesagt habe, ich gehe liebend gern bei uns an den Bücherschrank. Ja, ich finde Bücherschränke richtig toll, für die es halt überhaupt nicht kennen. Ja, es sind öffentliche Schränke, die halt irgendwo in der Gegend rumstehen. Ja, bei uns gibt es sogar 3 Stück im Ort. Und ich kann da hingehen, ich kann halt meine Bücher, die ich zu Hause stehen habe, bevor ich sie irgendwo in die Mülltonne, in die Papiertonne und so weiter schmeiße, oder ich sage, ich brauche Platz und es ist mir zu schade, um sie wegzuwerfen. Ja, für Bücher eigentlich, man bekommt nichts mehr für Bücher. Ja, also ich kann die auf eBay zum Verschenken reinstellen. Ja, sobald ich 1 Euro dafür haben will oder sowas, ist, will ja keiner mehr Bücher kaufen. Ja, und vor allem, wenn sie belesen sind, sowieso nicht. Und Bücherschränke finde ich eine ganz tolle Idee. Das heißt, wie gesagt, ich kann meine Bücher da reinstellen. Jemand anders, der vorbeigeht und guckt da mal rein, kann sich ein Buch rausnehmen, liest es, bringt es wieder zurück oder behält es, wie auch immer. Das mache ich übrigens auch. Das heißt, ich habe auch schon etliche Bücher in diesen Bücherschrank reingestellt. Und manchmal findet man da nicht nur Bücher, man findet auch zum Beispiel CDs, DVDs, habe ich alles schon gehabt, Zeitschriften und so weiter. Also es ist immer ein Gang wert. Ich bin mal kurz hier auf Tauchstation, denn ich habe mir im ersten Bücherschrank, an dem ich vorbeigegangen bin, habe ich mal wieder ein Buch gefunden. Und zwar auch da habe ich eine Verbindung zu, weil dieses Buch hatte mein Bruder mal gehabt. Und zwar ist das ein Schneider-Taschenbuch, ja, von Geheimagent Lanette. Ja, ist ein französisches Buch, Leutnant X. Ja, das ist eine Krimiserie. Und dieses Buch ist in einem nahezu unbelesenen Zustand. Der Buchrücken, alles einwandfrei. Ja, Schneider-Bücher, diese Kinderbücher aus den 70ern, die liebe ich. Dieses Buch hier ist von 1971, müsst ihr euch mal überlegen, 71, ja. Das Buch ist 50 Jahre alt. 50 Jahre alt. Ja, und es war in einem Bücherschrank und es sieht aus, wie gesagt, als wäre es überhaupt nicht gelesen worden. Ja, habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Und das wandert so in meine Sammlung. Das gebe ich nicht mehr her, das lese ich sogar noch einmal durch. Ja, das war dann das, was ich da gefunden habe. Und ich glaube, einen Tag oder 2 Tage später sind wir am anderen Bücherschrank vorbeigegangen und da habe ich dann auch mal reingeguckt, und wie ihr ja eventuell schon wisst, ich mag auch die Mickey Mouse Comics, Donald Duck Heftchen, lustige Taschenbücher, also alles Walt Disney mit Donald Duck und mit Mickey Mouse aus den 70er bis 80er Jahren, finde ich richtig toll. Ja, und dann habe ich einmal ein Donald Duck gefunden, die Nummer 80, ja, auch die Erstauflage, finde ich richtig, richtig schön. Donald Ducks sind ja, oder ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber sind ja die kleinere Ausgabe von den lustigen Taschenbüchern, die ja dicker sind, die ja 3-mal so dick sind wie dieses Donald Duck Heftchen hier. Ja, und bei diesen Donald Ducks, ich finde auch hier schön, hier auf der ersten Seite gerade mal, wenn das ja noch jemand kennt, gerade mal Werbung für den Viewmaster. Ja, das war ja unser, ich weiß gar nicht, unser Heimkino quasi, ja, damals gewesen, mit diesen kleinen Scheiben, die man reinmacht. Und dieses Heft ist von 1979. Ja, und bei denen macht es mir auch gar nichts aus, wenn die belesen sind. Weil wenn die belesen sind, dann haben die noch einen Flair für mich. Ja, das riecht so schön nach altem Papier. Und die Leute, und ich weiß halt, jemand hat dieses Heftchen geliebt. Er hat das gelesen, er hat das mehrmals gelesen. Da macht mir der eine oder andere Knick oder diese Abwetzung, machen mir überhaupt nichts aus. Ich finde es halt einfach toll. Ja. Und dann habe ich noch was gefunden. Also in diesem gleichen Bücherschrank, wo ich das Donald Duck gefunden habe. Und zwar hat anscheinend jemand seine Mickey Mouse Sammlung aufgegeben. Denn ich habe hier noch ein paar lustige Taschenbücher. Ja,
Und da konnte ich halt nicht vorbeigehen. Er hat noch, da war noch massig mehr drin, aber auch relativ neue oder neuere. Ja, das einzige Neue, was ich hier mitgenommen habe, für mich neu, ist die Nummer 2 mit diesem neuen Logo hier. Ja, das ist aber auch schon von 1990, glaube ich. Also ist ein Nachdruck, ja, 1990. Ja, Nachdruck von der Nummer 2. Die Nummer 2 habe ich weder im Original noch so. Deswegen habe ich mir jetzt auch diesen Nachdruck von 1990 mitgenommen. Dann habe ich die Nummer 14. Das ist in der Erstauflage. Hier habe ich noch die Zahl noch unten stehen. Und ich habe hier das alte Logo. Und diese Hefte sind ja immer Doppelseite schwarz-weiß, Doppelseite bunt. Ich weiß bis heute nicht, oder ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, warum das so war. Aber es musste halt so sein. Es war halt einfach so. Ja, die Nummer 93, die Nummer 83, die Nummer 53 und dann nochmal die Nummer 91. Habe ich alle noch nicht in der Sammlung, wandern so in meine Sammlung. Ich lese diese lustigen Taschenbücher immer sehr gerne und ich lese die auch mehrmals. Wir hatten früher einen ganzen Haufen davon gehabt, habe ich immer wieder und wieder von vorne gelesen. Ich kannte die Geschichten auswendig, aber es hat mir immer wieder Spaß gemacht, die neu zu lesen. So, noch ein paar Kleinigkeiten habe ich. Apropos Lesen, es ist jetzt was Neues, wo aber was Altes drin ist. Und zwar, das möchte ich euch nur mal kurz zeigen, weil ich finde, diese Zeitung hat eine Erwähnung verdient. Und zwar geht es um die Zeitung Kult. Ich weiß nicht, ob euch die ein Begriff ist, ob ihr die kennt. Ja, der Verlag heißt Good Times. Die bringen, ich glaube, zweimal im Jahr bringen die eine Musikzeitschrift raus. Die ist auch hier hinten drauf. Die heißt Good Times. Das ist Musik von den 60ern bis zu den 80ern. Wollen immer wieder neue Stories erzählt werden. Und die haben auch ein Magazin, wie gesagt, nennt sich Kult. Und da geht es um die 60er, 70er, 80er. Und zwar, wie man auf dem Cover schon sieht, querbeet. Ja, also sie haben immer neue Geschichten, sei es um ihr Roy Black Schlagersänger, die Geschichte von Rittersport, von Revell, Lego, der siebte Sinn, die Serie, wenn die noch jemand kennt. Ja, die Maus, haben sie einen Bericht über die Kinderpost. Ja, die Kinderpost hatte ich früher auch, so eine kleine Post mit kleinen Briefmarken, kleinen Briefchen und so weiter, mit dem Schalter und so. Ja, genauso wie im Kaufmannsladen. Da geht es um die Waltons, um Comics, um alles, was Retro ist, alles, was halt damals in war. Ja, von Spielzeug über Mode, über, wie gesagt, Lebensmittel und so weiter. Es gibt immer nützliche Tipps, ja, Fernsehserien und so weiter. Es ist immer ein Poster in der Mitte. Hier haben wir einen Bericht über den Mr. Ed, über das sprechende Pferd. Ja, diese Zeitung, wie gesagt, finde ich, ist eine Erwähnung wert. Die gibt es zweimal im Jahr. Das ist jetzt die neueste Ausgabe, die ist vor kurzem erst rausgekommen. Findet ihr im einschlägigen Zeitschriftenhandel. Ja, könnt ihr auch mit Sicherheit online bestellen. Ja, also es ist wirklich ein Blick wert. Ja, wenn ihr auf diese Zeit, auf diese nostalgische Zeit steht, dieser Rückblick, es sind immer neue Sachen drin, wie gesagt, ich finde es richtig, richtig klasse. Und von Zeit zu Zeit bringen sie halt auch ein Sonderheft raus, das nennt sich dann Kult Edition. Und jetzt das Neueste, was rausgekommen ist, sind das hier über die Schlagersänger, über die 100 besten, 100 größten, die 100 größten Schlagersänger der 70er Jahre. Ja, auch das habe ich mir geholt. Ja, ich höre diese Lieder, muss ich gestehen, ab und an wirklich sehr, sehr gerne. Ja, hier ist von Rudi Carrell über Costa Cordalis, ja, Drafi Deutscher, Jürgen Drews, Gunter Gabriel, Bata Illich, ja, hier ist Roland Kaiser und so weiter. Hier sind alles drin. Und zwar geht es ja nicht darum, wie die Leute jetzt leben oder was sie jetzt machen und so weiter, sondern es geht wirklich um diese Zeit, um die 70er Jahre. Und da halt ein Ausschnitt, wie sie halt diese Zeit erlebt haben, was sie halt für Hits hatten und so weiter. Das Ganze gibt es halt auch mit Krimiserien zum Beispiel, glaube ich. Ja, mit die größten 100 Fußballstars der 70er und 80er Jahre, glaube ich, so um den Dreh. Ja, also diese Zeitung ist wirklich eine Erwähnung wert. Und wenn ihr die nicht kennt, wenn ihr auf sowas steht, schaut mal rein, gebt der Zeitung mal ja, eine Chance. Ich finde sie wirklich klasse und ich möchte sie nicht mehr missen. So, dann habe ich noch mal ganz kurz am Rande, ist zwar nicht ganz Retro und auch nicht Vintage, aber es sind die Ärzte und ich habe mir hier die neue 7 Zoll Single. Ihr wisst ja, ich sammle auch Schallplatten. Ja, ich kaufe mir relativ wenig Neues, eher halt 70er, 80er Jahre Hörspielschallplatten, ja, oder halt 80er und auch, ja, 70er und 80er Jahre Musik, Rock, Pop,
alles, was da so reinfällt. Aber die Ärzte gehören für mich, seit ich Musik höre, dazu. Ja, und ich habe auch das neue Album von ihnen. Und das ist jetzt schon die dritte Single-Auskopplung. Und die habe ich mir jetzt auch geholt. Ich am Strand. Ja, nur mal so nebenbei, 7-Zoll-Single von den Ärzten. Also auch eine Schallplatte dabei. Dann habe ich noch was zu Figuren. Ich habe ja gesagt, es gibt ja auch Figuren bei mir. Und ich habe mir zwei Figuren, beziehungsweise drei Figuren geholt. Und zwar aus dem Star Wars Bereich. Ja, und zwar habe ich diese hier gefunden. Ich habe hier zweimal einen Sandmann, die Sandleute. Ja, diese Figuren sind von 1996 von der Firma Applaus rausgekommen. Ja, hinten bei mir im Schrank, wenn ihr das jetzt seht, ist noch ein Imperator, ja, der Palpatine. Den habe ich schon seit gut 10, 20 Jahren. Ja, der ist auch von 96, auch von Applaus, also ist die gleiche Serie. Und deswegen habe ich die hier gesehen. Und sie haben noch das Schildchen noch dran. Das ist auch 9,99 steht drauf. Sind Dollarzeichen, ja. 9,99 $. Star Wars Classic Collector Series von Applaus. Ja, Tusken Raider. Ja, das Schildchen ist mit dabei. Noch das Preisschildchen mit den 9,99 $. Und die Figuren sind unten hohl, ja, haben aber eine schöne Größe und die kann man halt schön hinstellen. Und ich dachte mir, Sandleute gibt es ja, keiner Wort, wenn es wie Sand am Meer. sorry dafür. Und ich habe mir halt, dann dachte ich mir, komm, einen Hund nimmst du dir halt zwei. Und ich werde die auch so hinstellen. Allerdings habe ich mir auch überlegt, der Platz wird ja nicht mehr. Ja, von daher, wenn einer von euch Interesse an so einem Sandmann habt, schreibt mich mal an. Also ich würde auch mit einem zurechtkommen. Ja, und aus der gleichen Serie, auch von Applaus, auch von Star Wars, aus dem Star Wars-Universum, habe ich mir diese Figur geholt. Kennt ihr jemand von euch? Ja, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das ist Prinz Xizor. Prinz Xizor ist aus einem Videospiel entsprungen, und zwar dem Videospiel, ich habe nämlich auch noch das Original-Kärtchen hier, Shadows of the Empire. Ja, das ist ein Spiel, was für den Nintendo 64, meine ich, als erstes rausgekommen ist. Könnt ihr auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ich da falsch liege. Und zwar ist Prinz Xizor da der Gegenspieler. Das Spiel spielt, glaube ich, um Episode 5, also um das Imperium schlägt zurück rum. Ja, es gibt einen neuen Charakter, Dash Rengar, glaube ich, heißt er. Und das ist halt der Gegenspieler von ihm. Ja, das ist ein Videospiel von LucasArts. Es kam Mitte der 90er, glaube ich, raus, 94 oder 96, meine ich. Und das war so ein Erfolg, dass halt zu diesem Videospiel auch Figuren rausgekommen sind, wie diese Applausfigur hier, aber auch diese kleinen 3/4-Inch-Figuren halt, ja, wie die normalen Star Wars-Figuren sind. Da gab es auch eine Shadows of the Empire-Serie. Ja, es gab Comics davon, es gab einen Soundtrack zu dem Spiel davon und so weiter. Ja, und jetzt habe ich hier auch die erste Figur, den Prinz Xizor. Wie gesagt, noch original, auch mit dem Schildchen, auch $9,99 draufstehen. Und den dachte ich mir, den musst du auch einmal haben. Ja, der hat mich auch, glaube ich, 2 oder 3 € gekostet. Ja, und dachte mir, für den Preis nimmst du mit. So, kommen wir jetzt zu dem nächsten Fund. Und zwar auch hier, ich liebe so viele Sachen, denn ich liebe auch Brettspiele. Auch das habt ihr wahrscheinlich schon in dem einen oder anderen Video von mir gesehen. Und ich habe auch in einem oder anderen Video schon mal mehrmals von Graf Dacula Neuzugänge präsentiert. Graf Dacula, die Serie, wer kennt sie nicht, über den Grafen, der bei der, ja, wie soll ich sagen, wie er generiert worden ist, wie er erschaffen worden ist, wurde halt die Tinktur vermischt. Ja, anstatt Blut gab es Ketchup. Und das hat sich ausgewirkt, dass der Graf halt kein Blut sehen kann, sondern gerne Spinat und so weiter isst. Ja, also finde ich richtig toll. Und es gab da eine Fernsehserie zu, es gab da Comics zu, es gab da jeden möglichen Merchandise, wie kleine Figürchen, große Figürchen, Spiele und so weiter dazu. Und jetzt habe ich auf eBay Kleinanzeigen dieses Brettspiel gefunden. Ja, Brettspiel von MB Spiele, Graf Dacula. Ja, das hat mir noch gefehlt. Graf Dacula, es gibt keinen verrückteren in Transsilvanien von 1990. Ich habe es im letzten Video oder einem der letzten Videos schon mal erwähnt, dass mir das noch fehlt und dass es mir eigentlich zu teuer ist für das, was es angeboten wird oder was es auch verkauft wird. Also es wird ja wirklich für 25 Euro
für 30 Euro in einem guten Zustand verkauft. Und das war es mir halt, obwohl ich Duckula-Fan bin, halt zu dem Zeitpunkt oder bisher nicht wert. Ja. Dann habe ich diese Anzeige gesehen, habe die Person auf eBay Kleinanzeigen angeschrieben, weil sie geschrieben hat, guter Zustand, aber kleiner Defekt innen. Und ich habe sie halt angeschrieben hier, was ist denn der kleine Defekt innen? Ja, was haben sie denn? Was ist denn kaputt oder was weiß ich was? Ja, und sie sagt, ja, es ist alles komplett. Ja, hier habe ich den. Wie rum ist denn richtig? Ach, so rum oder so rum. Ja, den Spielplan habe ich hier. Ja, der ist in einem sehr guten Zustand. Das Spiel ist komplett. Es sind alle Kärtchen und Spielfiguren und so weiter mit dabei. Ja, das Einzige, was ist, hier habe ich auch die Drehscheibe. Ja, sollte auch mal drehen können. Genau, die Drehscheibe, die den Würfel ersetzt. Und das Einzige, was ist, wenn man das sehen kann, sie sagte dann, naja, der Innenkarton, jetzt ist mir der Kreuz quer umgefallen, der Innenkarton ist ein bisschen eingedrückt. Ja, also das heißt, es ist nicht mehr flach hier, sondern der ist ein bisschen hier runtergegangen. Und ich dachte, okay, damit habe ich kein Problem. Ja, das Spiel ist komplett und dieser Innenkarton ist halt ein bisschen hat man gleich einer drauf gestützt oder was auch immer. Und jetzt kommt's. Sie wollte halt wegen dieser Beschädigung, hat sie das Spiel mit 5 Euro online gestellt. Ja, 5 Euro VB. Ja, und ich habe halt gesagt, hier, das hätte ich gerne, das nehme ich gerne. Ja, was wollen Sie dann Versand haben? Weil es war halt nicht hier aus der Ecke. Und dann sagt sie, ja, sie können es halt für 3,90 Euro oder sowas wahrscheinlich verschicken. Ja, und ich dachte mir, das klappt wahrscheinlich anhand der Größe nicht so wirklich. Weiß nicht, wie sie es verschicken soll. Da habe ich gesagt, hier, ich gebe Ihnen 10 Euro, ja, also 5 Euro für den Versand noch dabei. Ja, packen Sie es halt in ein gescheites Paket ein. Ja, und hat sie gemacht, das Spiel kam. Und was soll ich sagen, ich freue mich jetzt wirklich darüber. Ich habe das ein oder andere Duckula-Spiel, Memory und was es alles gibt, habe ich. Vielleicht mache ich da mal ein eigenes Video zu, ja, um euch zu zeigen, was ich halt alles von Graf Duckula habe. Und ob ihr mir dann sagen könnt, gibt es da noch was ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe? Fehlt da vielleicht was, ja? Ich meine, ich habe soweit jetzt alles komplett, was Brettspiele oder was Spiele in Kartons von Duckula angeht. Aber es gibt so viel auf der Erde, auch speziell im Merchandising-Bereich und speziell aus den 80er, 90ern, wie dieses jetzt auch ist, Ende der 80er, Anfang 90er. Habe ich vor, genauso auch jetzt nochmal abschließend zu den nächsten Videos, die kommen. Wie gesagt, die Roomtour steht an. Und ich bin am Überlegen, ob ich halt auch einzelne Spartenvideos mache. Ja, das heißt, dass ich euch wirklich detailliert halt nicht meine komplette Sammlung zeige, sondern halt einen Teil meiner Sammlung. Wie zum Beispiel alle Sachen von Alf, dem Außerirdischen. Ja, das heißt, was habe ich alles von Alf? Von Kassetten über Schallplatten, über Figuren, über, wie gesagt, hier Briefpapier etc. Ja, oder wie gesagt, über den Film Labyrinth. Was habe ich da alles schon zusammengetragen? Ja, ob ich da so ein Special-Video mache zum Beispiel. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas sehen möchtet. Ja, abgesehen von den Masters of the Universe-Videos, die ich sowieso regelmäßig hochladen werde, weil da gibt es ja auch so viele Neuigkeiten. Ja. Ansonsten, ja, was bleibt mir zu sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Ja, teilt das Video. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, wie gesagt, klickt auf mein Kanallogo. Abonniert den Kanal, verpasst somit kein Video mehr von mir, auch kein Gewinnspiel. Wie gesagt, zu dem Gewinnspiel nochmal ganz am Ende. Das Heftchen ist übrig, Orko 82 hat es schon gehabt, hat es freigegeben. Wer es haben möchte, nimmt mit mir Kontakt auf. Wie gesagt, first come, first serve. Der Erste, der mir die Anfrage stellt, ob es noch zu haben ist, der bekommt es. Ja, sofern er mir seine Adresse gibt. Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro-Rauner.